Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe hier gerade schon vor meinem Hänger, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wir haben heute was ganz Spannendes vor. Und zwar werden wir heute meinen Hänger bekleben. Ich hatte ja meinen alten Hänger vorher auch schon mit Aufklebern beklebt. Und heute ist es soweit. Die sind aber noch mal viel, viel größer als beim letzten Mal. Ich bin sehr gespannt, ob wir das Ganze auch hinbekommen. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Tutorials angeguckt und werde euch natürlich auch zeigen, wie ich das Ganze mache. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So sieht der Hänger bis jetzt noch aus. Hier ist ja wirklich noch gar nichts drauf. Aber da muss jetzt gleich ein riesengroßes Bild, was ungefähr so groß ist, von Disney, mir und Sammy drauf. Und auf der anderen Seite kommt auch mein Logo drauf, also Anja Fee. Und dann fährt Böckmann. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Hier ist auf jeden Fall nochmal das Vorher-Ergebnis. Ich bin mal gespannt. Wir haben den Hänger ja schon benutzt. Wir haben den ja auch schon jetzt seit 2,5 Monaten ungefähr. Und deswegen werde ich den jetzt erstmal einmal putzen. Das heißt, dass die Fläche vorher auch schön sauber ist. So, und der trocknet ja auch hier besonders gut in der Sonne. Hier kommt ja so ungefähr der Aufkleber hin. Hier ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wir haben 3 Schriftzüge. Das heißt, nicht nur einen großen Aufkleber. Aber hier kommt auf jeden Fall schon mal der erste hin. Hier ungefähr der zweite. Und hier der dritte. Jetzt wird das Ganze noch mit Glasreiniger, Achtung, keine Werbung, einmal noch einmal eingesprüht, damit das Ganze auch fettfrei ist. Ja, passt. Viel hilft viel. Oder wie war das? So, jetzt hier ist einmal der eine erste Aufkleber, der muss noch zerschnitten werden. Hier ist einmal mein Logo und einmal hier unten das Pferd. Aber das Pferd möchte ich so ein bisschen weiter runter platziert haben. Deswegen schneiden wir das jetzt hier frei. Das ist nämlich auch Plotterfolie. Das ist was anderes wie das Böckmann-Logo. Der Phil, der hält das gerade hier richtig schön. Genau, und das müssen wir nämlich zum Beispiel in Wasser aufkleben. Und das müssen wir trocken aufkleben. Habe ich jetzt gelernt. Willkommen in Anjas Bastelstunde. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Tada! Also wir machen mal ungefähr. Wo? Anja Fee? Pferd? Böckmann, oder? So? Pferd noch ein bisschen weiter nach rechts machen. Pferd weiter nach rechts? So? So. So in der Richtung. Dass das wie so ein bisschen versetzt ist. Genau, das hat hier auch so. So, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man 20 cm, das sind jetzt keine 20 cm, aber ungefähr hier nochmal einen Kleber setzt, weil wir machen das gleich in so einer Special-Sache, aber das erkläre ich gleich. Ich muss mir das nämlich gleich auch nochmal angucken, wie man das macht, weil man zieht das erst so und dann zieht man das wieder zurück. Ganz komplizierte Sache. Genau, aber so zum Fixieren, das ist eigentlich ganz gut, dass wir hier Linien haben, dann ist es auf jeden Fall gerade. Hier machen wir das auch so, einmal in die Mitte. Einmal hier am Rand. Zack, zack. Und einmal unten. Ich mache einmal noch hier, ganz am Rand. Und das Böckmann, das ist auf jeden Fall auch so gerade. Aber das müssen wir gleich eh anders kleben. Okay, es kriegt jetzt auch noch einen am Rand. So und so. Top. Aber das ist gerade ein bisschen schief. So, oder? So, das schneide ich jetzt hier einmal ab, weil das ist einfach nur zu viel unnötige überstehende Folie. So, wir machen das Ganze jetzt mit einem Rakel, heißt das so? Befestigen wir das Ganze nochmal, also die Schrift auf dem Transferpapier, damit das auch nicht abgeht. Den nehmen wir jetzt hier ab und jetzt puddeln wir hier einmal die Folie auf. Ah doch, ist richtig. Ist richtig. Ich komme hier gleich mit der Schere. So, jetzt abschneiden. Hier? Mhm. Das jetzt draufkleben.
wir einen kleinen Fail. Also bisher hat es ja wirklich alles gut geklappt. Das A ist nicht ganz gerade geworden. Naja, das müssen wir einfach nochmal neu bestellen. Aber es ist halt eben diese Plotterfolie. Das ist halt einfach wirklich schwierig bei so einer dünnen Schrift. Aber ich mache das Ganze jetzt hier noch schön klebend mit diesem Rakel. Und dann ziehe ich das auch gleich ab. Der Wahrheit. Ah. Pünktchen machen mir ein bisschen Sorge. Komm, bleib dran. Ja. Du auch. Ja, schön dranbleiben. So. Das hat geklappt. So, der Aufkleber hat so eine bisschen andere Technik. Dafür muss das alles nass sein. Wirklich gut nass und auch die Hände, dass das schön alles so ein bisschen da drauf schwimmt. Reicht das? Nein. So, Achtung, ich glaube, das ist aber noch nicht in der Mitte. So, um das Ganze so ein bisschen zu fixieren, wo das hin muss, machen wir hier gerade ein paar Marker mit diesem Kreppklebeband hier. Dann wissen wir das nämlich, dass das genau hier in die Mitte muss. Ja, das muss ich jetzt einmal noch kurz putzen. Ja. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich zeige euch natürlich gleich auch noch mal die andere Seite. Ich bin echt zufrieden. Ich meine, ich bin ja auch kein Profi, aber ich finde, das haben wir eigentlich heute ganz gut hinbekommen. Und das wird jetzt auch erstmal lange, lange Zeit halten, denn die sind auch wasserdicht. Von daher kein Problem. Und die verlinke ich euch einmal in der Infobox, wo ich das alles her habe. So, das ist jetzt auch noch die andere Seite. Ich habe das jetzt alles hier auf meinen neuen Big Champion geklebt. Der ist von Böckmann, der ist ganz neu und ich habe euch auch ein ganz ausführliches Video dazu gemacht. Also da müsst ihr einfach nur noch mal auf meinem Kanal vorbeischauen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. So, der Sammy. Der inspiziert jetzt auch mal den Hänger. Ja, und die Kamera. Guck mal hier. Cooler Böckmann-Hänger, ne? Ja.